So, neues Video. WWE Funniest Moments. WWE Top 100. 12 Minuten. Wollen wir mal gucken, wa? Keys. I hope you got insurance, because there's your car. Herzschmerz. Ich fand's nicht witzig und ich habe auch nicht gelacht. Das fand ich wiederum witzig. Ja, Dean Ambrose bei der WWE. Schönes Bild. Check it out. Hey, that's when I first won the WWF title. Yeah. Oh, this is awesome. We'll be together. Oh, yeah. Göttlich Kurt Engel und Edge, als Kurt Engel noch wrestlen konnte. Da könnte man, da hätte man eine richtig, richtig Scheiße mitbauen können. Ich liebe es. Vor allem, das war einfach, das war nicht gescriptet. Das kam spontan Randy so in den Sinn. Finde ich voll geil. And I earned the right to do that by winning the Rumble, Royal Rumble. Son, please don't look at me, Dad! Batista ist aber auch so ein Meme. Gefühlt, alles, was ich von Batista sehe, ist entweder gibt eine Powerbomb oder er macht irgendeinen Blob. Keine Ahnung. Also ein Botch, kein Blob. Kein Blob, ein Botch. Mein Gott. Das ist auch so dumm. Kurt Engel trägt Stringtangas. Sowas kann richtig, richtig böse enden. Richtig böse enden. Wenn Titus O'Neil nur... Er hatte Glück. Titus O'Neil ist, glaube ich, auch jetzt zweifacher oder dreifacher Familienvater. Dieses Ringkonstrukt ist mit Stahlpfeilern oder mit Stahlstäben quasi aufgetürmt. Und wenn die ein bisschen weiter unten gewesen wären und er mit seinen vorn mit seiner Stirn oder mit seiner Seite hier im Kopf aufprallt, dann unschön. Aber ihm geht's sehr gut. Einfach behindert. Er denkt sich auch so, Kinder. Oh, scheiße. Göttlich, Bob Backlund. Ich liebe ihn. The Rock and all the millions of seen your awful movies. You don't see us crying. Schlammketchen. Eine sehr, sehr furchtbare Sache. So wie Kurt Engels halbnackter Arsch von Triple H. The truth is gonna do in Money in the Bank, the
Sunday. You're not even in the match. That's the best of the best of the best of the best of the best. I'm the beast and the best in the world. Hey, Kane. Paul says something stupid. Larry here with like a hot dog. Heavy mustard. Santino Marella. Schön. Gilbert. Alle, die keine Ahnung haben, was sie mit Gilbert anfangen sollen, guckt euch mal ein Bild von Goldberg an. Dann wisst ihr Bescheid. Ty Dillinger. Es ist einfach so dumm. Warum das witzig ist, weiß ich nicht. Who's in there, Kabuki? Oh my God. Kabuki, ganz klar. Warum sollte das eigentlich witzig sein? Oder das? Das ist wiederum witzig. Das ist auch mega gut. AJ Styles und Dean Ambrose. Das war cool. Achtet auf Randys Bewegung. Ja, okay, konnte man jetzt nicht so gut sehen. Und ja, Kuchen. Haha, witzig. Das ist cool. Das ist eigentlich die Catchphrase, die The Rock eigentlich immer bringt. Und jetzt hat er sie selbst mal abkassiert. Das ist gar nicht immer so cool, ne, Rock? Ice Bucket Challenge. Gönn dich den Ambrose. Da war's. Ich finde das einfach nicht witzig. Within the gay community. Whatever is going to. Damn it, you people think this is funny. Can you say Batista Ball? No, no, no. Royal Rumble. Sinn eines Royal Rumbles. Einer soll noch im Ring stehen bleiben. Ist bloß scheiße, wenn beide gleichzeitig auf den Hallenboden klatschen. Was macht man dann? Wir wiederholen das einfach.
tonight. You gotta be kidding me. Alberto Del Rio gewinnt den Royal Rumble. Heutzutage unvorstellbar. Göttlich Scott Steiner. Ach, Santino. Es ist einfach nicht witzig. Und das ist einfach nur schlecht. Ein Glück ist das mit Kozlov eine Sache, die ich nie verfolgen musste. Und das ist einfach nur schrecklich. Tschüss, Matt. My least favorite superstar, The Miz. Das ist schon. Ist schon geil. WWE Superstar. Roman Reigns. What? What's amazing is the fact that you are that entertaining when you still wear llama penises strapped to your head. What? What? Cowboy Bob Orton, yeah, with the cast on his hand. I remember that. Digga, der Soundabgleich ist aber auch mega gut gelungen. And also remember some cat named Soulman Rocky Johnson whooping your daddy's ass. Told me you didn't want to be with Rusev anymore. You said he was big, he was hairy, he smelled like rotten testicles, and I'm like, okay, well let's just talk. RKO from Orton. Now Rollins going for the pedigree again on Orton. Orton able to counter. Look, I don't have any toilet paper, but I have the next best thing to toilet paper. Go ahead and blow your nose. Nobody cares about this anyway. Sergeant Slaughter, göttlich. Die vielleicht schnellste Elimination eines Royal Rumble Teilnehmers. Johnny Knoxville. Immer noch nicht witzig. Reg dich doch nicht drüber auf, Mädchen. How dare you? Das ist göttlich. WrestleMania 32, glaube ich, war das. Was ist mit ihm? Das Sockenduell. Schön. Dann danke fürs Zusehen. Einige Stellen waren gut und einige Stellen waren einfach nur zum Kopfschütteln. Naja, in diesem Sinne haut rein. Schönen Tag noch.